Hat Jasmin Herren mit dieser Vermutung recht? Ich glaube, die Katze hat dem Maulkorb verpasst. Und wer ist wohl der ominöse geheime Gast? Wir haben noch einen Überraschungsgast nachher. Herzlich willkommen alle miteinander zu einer neuen Folge. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Dschungelcamp 2023, die Stunde danach. Wir sind heute im Studio mit zwei Gästen nur. Es ist ein bisschen leerer heute und der erste Gast ist unser Philipp. Pavlovic. Kannst du gerne machen. Außerdem dabei ist die einzigartige Jasmin Herren. Was soll ich euch sagen? Jasmin Herren kann ich tatsächlich gar nicht leiden. Aber es geht ja auch nicht um meine Gefühle, sondern um die Show. Und da fangen wir heute an mit dem Rauschmiss von Verena. Ja, ich bin geschockt. Also ganz ehrlich, ich habe gedacht heute, dass Markus rausfliegt. Und auch wenn ich sie nicht mag, ich muss ihr hier, und das kommt heute, glaube ich, noch ein paar Mal öfter vor, tatsächlich zustimmen. Ich habe auch damit gerechnet, dass Markus rausfliegt. Verena hat einfach durchaus mehr geliefert dort. Da kann man nicht viel gegen sagen. Das, ja, ich bin auch ein bisschen perplex, muss ich ehrlich gestehen. Im Dschungel ist es ja immer so, es kommt immer meistens anders, als man denkt. Das sind erstmal 3 Euro rein ins Phrasenschwein. Wer von euch kennt das Phrasenschwein? Ich hoffe, viele. Theoretisch hat er trotzdem recht, denn es kam anders, als ich gedacht habe. Es haben viel zu viele darauf gewettet, dass Markus das Camp verlassen wird. Trotzdem hätte Markus heute das Camp verlassen müssen. Also wer ruft denn für Markus an? Wer? Ich bin auch geschockt. Ich dachte schon, dass die Verena vielleicht ein bisschen länger da bleiben wird. Ich fand auch Verena eigentlich ganz positiv. Natürlich, sie hat ein bisschen genervt mit ihrer Hochzeit, seien wir ehrlich. Aber die hat reingegessen. Die war hübsch. Ich mochte die ein bisschen. Aber ich fühle natürlich auch sehr mit ihr mit. Und ich frage mich, wie muss sich Verena jetzt fühlen, als erste rausgewählt worden zu sein? Das Gefühl ist einfach schlecht. Wir müssen jetzt natürlich eines hoffen, dass Mark Terenzi sie jetzt auffängt. Der wird doch nicht andere Pläne haben. Das frage ich mich jetzt, ob der Mark sich jetzt denkt, naja komm, die ist als erste rausgeflogen, die ist ja nicht mal ansatzweise eine Königin. Mark Terenzi ist doch ein Ehrenmann. Der wird Verena nicht droppen, nur weil die jetzt die erste ist, die leider rausgeflogen ist. Ich hätte es mir auch anders gewünscht, aber man kann es leider nicht ändern und seien wir ganz ehrlich, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Die große Frage ist, was passiert denn jetzt mit Verena nach dem Dschungelcamp? Und da ist unsere erste und einzige Umfrage heute. Verena ist raus. Welche Karriere trauen Sie ihr zu? Und die Frage geht natürlich auch raus an euch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Verena jetzt eine große Karriere vor sich hat. Eine Sache steht nicht auf der Liste. Ich wäre ja für Adam sucht Eva Promi Special. Was die Zuschauer allerdings denken, das werden wir später in der Folge erfahren. Wir reden jetzt im Weiteren noch ein bisschen weiter über Marc und Verena und Philipp kennt die beiden auch ein bisschen Backstage und wird jetzt gefragt, ob das wirklich echt ist. Also die scheinen wirklich verliebt zu sein, auch hinter der Kamera. Ich war ja auch oft mit dem Backstage. Und unsere Frau Fingererben, die traut dem Braten irgendwie nicht so ganz. Ich weiß nicht warum, aber die hat so ein kleines Problem auch mit seiner Formulierung. Die scheinen sehr verliebt. Warum sagst du nicht, die sind sehr verliebt? Ich habe die beobachtet, die sind total verknallt. Ja, und da ist der Philipp jetzt natürlich ein bisschen in der Klemme. Was soll er jetzt sagen? Sie bleiben zusammen, glaube ich, ja. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie sich trennen werden. Er hat jetzt nicht gesagt scheinen, aber jetzt hat er gesagt glaube ich. Es ist nicht so hundertprozentig, er ist nicht überzeugt, ne? Ich glaube wirklich, also immer dieses Glaube, es ist schwierig zu sagen, weil ich da nicht 24/7 ineinander lege. Aber klar, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken, nicht in den Kopf gucken. Ich weiß nicht, wie deren Beziehung ist. Wir werden es mit Sicherheit irgendwie mitbekommen. Hoffen wir einfach mal, dass die beiden sich wirklich lieben und glücklich sind und dann ist doch einfach auch alles gut. Wir gehen jetzt im Anschluss zu unserem Außenkorrespondenten und der hat heute wieder die Begleitung von Tessa und von Claudia dabei. Und der Begleiter von Claudia ist tatsächlich froh, dass Verena rausfliegt. Das finde ich für Claudia toll, dass sie sich einfach der Gruppe noch mal mehr öffnen kann und dass man auch ihre anderen Facetten sieht. Und ich muss euch an der Stelle wirklich sagen, wenn ich mich freue über jemanden, der das Camp verlässt, dann Claudia. Die war mir heute auch schon wieder so unsympathisch und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ihr das hilft, wenn Verena weg ist. Wir werden es aber sehen. Unser Außenkorrespondent fragt dann die Begleitung von Tessa, ob es ein Vorteil ist, dass Verena das Camp verlassen muss, weil Tessa und Verena ja so leichte Aneckpunkte hatten. Tessa ist ja mittlerweile mit den meisten angeeckt, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das einen riesengroßen Unterschied machen wird. Und das ist eine Sache, die ich auch wirklich sagen muss. Ich finde die Lotta, auch wenn sie die Begleitperson von Tessa ist, sie ist sehr sympathisch. Sie biegt sich nicht alles unfassbar für Tessa zurecht und das macht die Lotta natürlich sehr sympathisch. Das macht aber auch die Tessa ein bisschen sympathisch, weil bei all den
Fehlern und all der Nervigkeit, die Tessa vielleicht mitbringt. Man kann davon ausgehen, dass man sich darüber bewusst ist und dass es auch wirklich jetzt nicht irgendeine Show von Tessa ist. Und ich wünsche Tessa für die Zukunft alles Gute, auch wenn ich jetzt hier heute und auch in den nächsten Tagen natürlich immer noch ein bisschen kritisch bin, denn ihre Leistung im Camp finde ich tatsächlich nicht so gut. Am Ende wird nochmal gefragt, wer denn morgen rausfliegt. Der Begleiter von Claudia konnte leider keine richtige Antwort geben. Lotta hatte allerdings klare Worte. Sag Markus, obwohl die Fanbase sehr groß ist, sag trotzdem Markus. Okay. Und da frage ich mich, warum hat Markus eine große Fanbase? Gibt es wirklich Leute, die damals seine Musik gehört haben und dann sagen, ey, ich mag den, ich rufe den an? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber wenn es so ist, dann Glückwunsch, Markus. Wir haben jetzt allerdings durch den ersten Camper, der heute gehen musste, ein neues Ritual und das ist folgendes. Also, da kommt die Verena jetzt nämlich an unseren Exitbaum. Und der Exitbaum wird bestückt mit Verena. Das ist so eine Art Marterpfahl. So. Wir wollen ja trotzdem nach vorne gucken. Dann reden wir über die Schatzsuche, die ja eigentlich relativ langweilig und unerfolgreich war. Es hat sich aber doch noch ein relativ großes Thema darum gebildet. Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden als Team so gut funktionieren. Ja. Und das muss ich auch sagen, sie haben das wirklich gut gemacht, auch wenn sie die Antworten nicht richtig wussten. Es hat nur nicht so lange gehalten. Umso mehr hat mich gewundert, dass sie sich danach dann gleich wieder in die Wolle kriegen, oder? Und da stellt sich natürlich die Frage, bist du Team Tessa oder bist du Team Cecilia? Man kann sich natürlich schon denken, wo ich bin. Ich bin ganz klar bei Team Cecilia. Aber Einschätzungen und Gefühle und Meinungen sind ja unterschiedlich. Ich kann da, glaube ich, teilweise Cecilia auch ein bisschen verstehen. Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig mit der Tessa sein. Man muss ein bisschen vorsichtig mit der Tessa sein, stimmt auf jeden Fall. Und man sollte vielleicht auch versuchen, ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen. Das große Problem ist, glaube ich, dass Tessa auch nicht zurückstecken kann. Einfach mal nicht das letzte Wort haben. Und ich muss aber auch sagen, dass Cecilia sich wirklich zusammengerissen hat, weil ich glaube, es gibt andere Personen, die da komplett ausgerastet wären. Aber fandet ihr das denn respektlos? Könnt ihr da verstehen, dass Cecilia dieses Schwester und Babe nicht so gerne mag? Ich finde das irgendwie respektlos auch. Was? Also so immer dieses ey Schwester, ey Babe, ey yo. Ich glaube auch manchmal, dass es natürlich auch irgendwie auf die Person ankommt, die das sagt. Und ich kann mir vorstellen, dass Cecilia sich einfach ein bisschen von Tessa verarscht gefühlt hat, weil man mit Tessa ja nicht auf so einer positiven Ebene oft ist. Und Cecilia dann das Gefühl hatte, durch dieses übermäßig Nette spielt Tessa gerade so ein bisschen, ich verarsche die ein bisschen. Ich will da Tessa gar nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, die macht das gar nicht so im Bösen. Ich habe ja auch oft Digger gesagt. Was man sendet, was man empfängt, das ist immer schwierig zwischen Menschen, wenn man dann auch noch nicht so eine gute Beziehung hat. Es ist Eieieiei. Vielleicht ein kleiner unnötiger Streit, aber er passiert halt. Dann hat Frau Fingererben so die Frage, was es mit einer Gruppe macht, wenn einer so ausrastet, weil Tessa wurde dann ja schon sehr, sehr laut. Man musste auch wieder sagen, Cecilia hat sich wirklich gut zurückgehalten. Ich mag Jasmin Herren nicht so gern, aber sie hat hier wirklich eine sehr lustige Antwort. Was macht es dann mit einer Gruppe, wenn einer so komplett ausrastet? Keine Ahnung, ich war die, die schreit. Was soll man dazu sagen? Sie hat ja recht, ne? Jasmin Herren war in ihrer Staffel halt auch die absolut riesige Nervensäge. Dann haben wir das Thema einmal beendet und kommen zum nächsten Thema. Und das ist mal wieder Lukas, der einfach ein bisschen ruhig, immer noch ein bisschen zurückhaltend ist. Irgendwie will man sagen, er ist der Favorit, aber irgendwie verhält er sich nicht so. Olivia sucht hier eine Erklärung. Aber es lastet aber auch schon auch enormer Druck auf Lukas. Jasmin Herren hat da irgendwie eine andere Erklärung. Ich glaube, die Katze hat dem den Maulkorb verpasst. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ja, Olivia ist auch ein bisschen anti. Also Daniela hat einen guten Humor und die weiß ja, wie Reality funktioniert. Ja, ich weiß auch nicht. Also wenn du nicht willst, dass dein Mann da irgendwie was Falsches sagt, dann lässt du den halt nicht in den Dschungel. Aber ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob Lukas wirklich gar keine Hosen zu Hause anhat und der da irgendwie herumkommandiert wird von der Katzenberger. Keine Ahnung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der tatsächlich einen Maulkorb bekommen hat. Ich fasse zusammen, die Nerven liegen blank. Das war's dann auch von Lukas und wir kommen zur Prüfung. Ich liebe diese Prüfung. Es ist einfach meine Lieblingsprüfung. Und Jasmin Herren war tatsächlich auch in dieser Prüfung drinne.
in ihrer Staffel damals? Also es ist schon wirklich sehr schwierig. Immer muss ich sagen, es kommt halt drauf an, welche Position du hast. Man muss nicht zu viel verraten. Jasmin Herren hat damals auch keine Sterne geholt. Und in der Sendung wurde das ja auch behauptet, dass... Das war das erste Mal, dass jemand Sterne mitgebracht hat. Aber wir haben ja unsere Frau Fingererben da und die ist nicht auf den Kopf gefallen. Die hat da nochmal einen schlauen Zettel am Start. In der 11. Staffel haben Mark Terenzi, Sarah Joel und Markus 4 Sterne erspielt. Oh. Potz Blitz, das war tatsächlich nicht das erste Mal, dass es dort Sterne gab. Mal gucken, ob das morgen von Sonja nochmal richtig gestellt. Da wurde auf jeden Fall ein bisschen gelogen. Aber das Verhalten von Claudia war ja auch wieder echt unangenehm. Ich habe da die Sterne geholt mit den zwei Vollidioten, oder was hat sie gesagt? Mit den zwei. Ja, mit den beiden Idioten. Ja, ich habe dann nochmal nachgeguckt und ich habe die Stelle nicht gefunden. Kann jemand bestätigen, dass Claudia das wirklich gesagt hat? Ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Ich weiß leider nicht, wo sie das gesagt haben soll. Wenn sie das gesagt hat, ist es natürlich noch unangenehmer und ganz ehrlich, lass diese Frau aus dem Camp raus. Aber wenn sie es gesagt hat, dann... Aber für das Idiot hat ja Claudia das Karma eingeholt, ne? Man soll sich natürlich nicht freuen, wenn eine vor allen Dingen ältere Dame hinfällt. Aber es war natürlich schon ein bisschen komisch, die Situation. Ich meine, sie wollte da nicht mit den anderen beiden sich freuen. Sie war irgendwie ganz komisch distanziert. Vielleicht war ihr das zu viel. Das kann man ja vielleicht verstehen und muss man dann auch irgendwo akzeptieren. Aber insgesamt hat sie einfach keine wirklich allzu gute Figur gemacht. Wir haben jetzt eine Live-Schalte, nicht nach Australien, sondern zum Thorsten. Ja. Ich fand es unterhaltsam, ich fand es toll. Und erstmal Gratulation, ja, zu den 7 Sternen. Danke dafür, Thorsten Legert. Das war wirklich schön, dass er deswegen einmal dazugeschaltet worden ist. Es kam dann ein Tweet rein. Ohne Flachs, ich empfinde zu viel amüsierte Zuneigung für Gigi und Cosimo. Die sind das Duo, von dem wir nicht wussten, wie dringend wir es brauchen. Und dieser Tweet, ich finde ihn positiv. Ich freue mich über diesen Tweet. Und ich kann diesem Tweet nur zustimmen. Ich finde Cosimo und Gigi auch wirklich ein sehr, sehr lustiges Team. Hat mich so ein bisschen erinnert an Mario und Luigi mit der Prinzessin Peach, also Claudia. Und ja, Gico, 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 Gico. Also mir hat's gefallen. Das soll es von der Prüfung aber erstmal gewesen sein. Wir haben noch einen Überraschungsgast nachher. Aber bis der kommt, dauert's noch ein kleines bisschen. Wir verlieren uns gerade in der Sendung so ein bisschen in Geplänkel und Olivia Jones hat auf jeden Fall auch ein bisschen Hunger auf einen jungen Italiener. Also da ist ja wirklich für mich dann auch noch Hoffnung. Also werde ich am Flughafen warten. Der ist jetzt ja auch so notgeil. Olivia will also auf Gigi am Flughafen warten und den vielleicht dann auf der Frankfurter Flughafentoilette vernaschen. Ich werde auf jeden Fall bei der Rückreise der Kandidaten die Bildschlagzeilen im Blick haben, um zu gucken, ob da was ging. Wir kamen jetzt aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen auf die Nachtwache und Philipp hatte immer sehr viel Spaß daran. Die Nachtwache war eigentlich so das Highlight vom Tag. Du bist da, also je nachdem, mit wem du die Nachtwache machst. Und wenn man sich überlegt, wie viele Leute immer darüber jammern, dass die Nachtwache machen müssen, ist es erstmal ein komischer Gedanke. Aber Philipp ist ihn auch noch ein bisschen am Konkretisieren. Aber da hast du das erste Mal so einen Moment, wo alle dich in Ruhe lassen, alle schlafen, du wirklich alleine bist. Und das kann man schon ein bisschen verstehen. Neben all dem Trubel, den man hat, hat man nachts dann ein bisschen Ruhe. Es gab dann auch eine lustige Szene und zwar gab es so ein bisschen Schlafwandler-Action. Ich meine, sie ist ja da aufgesprungen, die Cecilia, ist irgendwie weggerannt und hat sich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern können. Es gibt Schlafwandler und Cecilia ist da anscheinend so ein bisschen anfällig und wenn der Schlaf so ein bisschen gestört ist durch den Dschungelrhythmus, kann das natürlich passieren. Oder meint ihr, das war vielleicht ein bisschen gespielt? Wahrscheinlich nicht, oder? Was macht der Dschungel da mit einem auch nachts? Also träumt man da anders? Und ich denke, da ist natürlich jeder Mensch unterschiedlich. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass man im Dschungel nicht ganz so durchschlafen kann wie in einem heimischen Bett. Philipp hatte da aber keine Probleme. Also ich muss sagen, ich habe da den krassesten Tiefschlaf meines Lebens gehabt. Innerhalb von 10 Sekunden warst du weg. Das war dann aber auch genug mit dem Geplänkel. Wir kommen jetzt tatsächlich zu unserem Überraschungsstar. It is Menderes. Ich hatte ja beim letzten Mal schon so eine Kleinigkeit von Menderes, wo er den Erik am Ende umarmt hat und ihm gratuliert hat. Und auch hier gab es jetzt wieder so eine Kleinigkeit von Menderes, wo ich das Gefühl habe, Menderes ist wirklich ein guter Mensch und einfach ein richtig netter. Schaut mal selbst. Überraschung mit dir. Was geht da? Er begrüßt den Kameramann da an der Stelle. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Kameramann ja auch die Hand hingehalten, wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Ich kann jetzt
jetzt natürlich nicht sagen, ob das wirklich eine Nettigkeit von Menderes war, aber ich finde die Szene sehr schön und ich glaube, nicht viele Menschen hätten in dem Moment daran gedacht, auch den Mann hinter der Kamera zu begrüßen. Wenn dem so war, dass es von Menderes ausging, finde ich das wirklich sehr, sehr schön und irgendwie mag ich Menderes auch einfach sehr. Er ist ja auch nicht umsonst Dschungelkönig geworden. Was dann folgt, ist schrecklich. Die spielen die Dschungelprüfung so ein bisschen nach und im Hintergrund ist auch noch Thorsten Legert. Es war wirklich sowas wie ein Kuriositätenkabinett oder wie man das nennt. Schaut einfach mal in diesen kleinen Clip. Menderes, ich würde sagen, ja? Mach nach Bauchgefühl. Okay, mach nach Bauchgefühl. Eine gute Minute. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, es hat nicht so gut funktioniert. Menderes Bauchgefühl hat sie auch nicht ins Ziel gebracht. Sie haben es am Ende nicht geschafft, in 3 Minuten eine Runde zu drehen. Passiert. Und so ein bisschen ist auch die Führung der Moderation in dem Moment außer Hand geglitten. Da war wirklich Chaos. Man kann den Joystick aber auch nicht einschätzen. Habt ihr was verstanden? Ich auch nicht. Es war dann aber wieder Werbung und dann nach der Werbung haben wir nochmal ein kurzes Sit-Around und reden auch nochmal ganz kurz über zum Beispiel die Umfrage, denn das war das Ergebnis. Von ihr werden wir bald nichts mehr hören. Und dafür haben sich die Zuschauer entschieden. Von ihr werden wir bald nichts mehr hören, sagen die meisten Zuschauer. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich wünsche Verena natürlich trotzdem alles Beste. Und vielleicht sehen wir ja noch irgendwann die Traumhochzeit mit Mark Terenzi live bei RTL 2 oder so. Ja, dann wurde gefragt, wer morgen das Camp verlassen muss. Philipp hat Diana auf dem Zettel, aber viel lustiger ist, wie er Jana bezeichnet hat. Willst du den Namen vergessen? Claudia? Jana? Der Ruhrpott. Jana, genau. Jana, okay. Jana wird der Ruhrpott? Philipp, was genau hast du jetzt gerade gesagt? Der Ruhr was? Ruhrpol. Ruhrpott. Sag mal, das ist Ruhrpol. Ruhrpott. Ruhrpott, Ruhrpol ist ja alles dasselbe, aber was glaubst du denn jetzt, wer fliegt morgen raus? Jana und Markus, denke ich. Könnte passieren, wobei ich auch sehr erstaunt darüber war, dass Jana fast rausgeflogen wäre. Bei Jasmin Herren ist die Meinung relativ eindeutig, wer rausfliegen muss. Markus! Klar! Menderes? Muss nicht unbedingt sein. Ich könnte mir auch gut vorstellen, Claudia. Ich kann wirklich gar nicht vorhersehen, wer morgen das Camp verlassen muss. Aber natürlich würde ich grundsätzlich denken, dass es Markus ist. Aber dass Markus heute noch nicht mal ein Vielleicht bekommen hat, lässt mich ein bisschen daran zweifeln. Was denkt ihr? Wer muss das Camp verlassen? Schreibt mir das wirklich gerne in die Kommentare und wenn ihr es vielleicht noch nicht getan habt, lasst mir auch gerne ein Like da und abonniert den Channel. Wir haben die 1000 Abonnenten fast geknackt. Dann kommen wir zu meiner Lieblingskategorie und Olivia hat mich erhört. Ich küsse dein Popo, Olivia. Den Camper oder die Camperin des Tages. Endlich mal wieder mit Einblendung und mit Echo auf der Stimme. So will ich den Camper des Tages sehen. Yeah. Und der Camper des Tages ist... Doch, zwar etwas erbärmlich, aber... Ich meine, tagtäglich werden ja die Karten neu gemischt. Also ich kann mich auch morgen schon wieder ganz anders... Jamila hat gewonnen, weil sie einfach mal wieder so sympathisch und liebevoll und... ja, nahbar war. Wir kriegen dann auch direkt die nächsten Gäste für morgen und wenn die eine nicht genug war, dann kriegst du direkt die andere. Ich will jetzt nichts Böses sagen. Senior Prinzessin von Sachsen, Dani Büchner und Manuel Flickinger kommen. Aber auf Manuel Flickinger bin ich tatsächlich gespannt. Den habe ich schon ja, seit seiner Dschungelstaffel nie wieder gesehen. Bin sehr gespannt, wie es dem geht. Und ja, das war's. Aber ein Highlight haben wir morgen tatsächlich noch. Eine Live-Schalte mit Jan Köppen. Wahnsinn. Nach Australien. Das bedeutet morgen Live-Schalte nach Australien. Da freue ich mich natürlich drauf. Und das bedeutet, ihr solltet morgen auch wieder einschalten. Und für heute war es das allerdings. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir, mit der Stunde danach. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Küsschen.